Hallo! Hallo! Hallo und herzlich willkommen zu unseren spieletastischen Neuheiten. Diese Woche habe ich ganz viel Beistand. Den brauche ich auch, denn ich weiß nichts. Ich bin froh, dass du nicht kompetente Unterstützung gesagt hast, sondern seelischen, moralischen Beistand. Ja. Ich habe die Kira dabei, damit sie was weiß, und ich habe den Martin dabei, damit ich mich nicht so alleine fühle im Nichtswissen. Ne? Dankeschön. Wir haben euch doch gefragt letzte Woche, was ihr denn gern von uns wissen wollt. Ich schiebe deswegen mal diesen ominösen schwarzen Turm da weg. Kleiner Outtake, was machen wir dieser Tage, wenn wir nicht spieletastischen? Wir falten Schachteln. Wir lieben es sehr. Ja. Ich mache das einfach jetzt mal, während die Kira euch... Während ich euch jetzt was erzähle darüber, dass wir wunderhübsche neue Würfel haben, zu denen ich nicht viel sagen kann. Sie sind aus Resin, sie haben Miepel drin. Sie sind in verschiedenen Größen, W8, W20, W4, W6. Ihr kennt das ja. Beste Würfel. Beste Würfel. Aber bevor du mehr erzählst, verlosen wir vielleicht mal noch kurz unser Giveaway. Achso, ja, Woche. Natürlich. Wir haben ja fast gefragt und ihr habt geantwortet und deshalb gibt es ein Giveaway. Martin? Also was ich hier in die Hand gekriegt habe, ist Downforce. Aber ich weiß gar nicht, was es bei Downforce geht. Also dass es eine Rennspiel-Thematik hat, so Formel 1-mäßig. Hätte ich jetzt auch gesagt. Und wer kann sich noch erinnern, wie der Sieger heißt? Wer kriegt das? Ich habe es euch gesagt, ihr habt es bestimmt ignoriert. Ich war nicht dabei, ich habe mich ja schließlich... Oh, Kira, ich habe dir vorhin gesagt, und übrigens gewonnen hat dieses Spiel Startspieler. Unser Startspieler hat das Spiel gewonnen. Bitte schick uns deine Adresse per E-Mail an service@spieletastisch.de und dann können wir dir das Downforce schicken. So, jetzt darfst, Wunsch. Du, jetzt darfst du weitermachen. Dann, dann haben wir diese wunderbaren Dragon Shields, weil ja alle gerade total im Sammelkartenfieber sind, haben wir jetzt auch noch Outer Sleeves im Programm. Inner Sleeves, Outer Sleeves, Toploader, ihr kennt das Programm. Weg damit. Weg damit. Okay, jetzt habe ich eigentlich etwas, was ich länger vorstellen wollen würde, aber ich darf nicht, weil wir machen heute Quick and Dirty. Meeple-Stickers, ihr kennt sie bestimmt von Etsy, jetzt auch bei uns im Programm. Meeple-Stickers zu Architekten des Westfrankenreichs, Root, My Everdale, My Little Everdale, Everdale. Okay, ich darf nicht mehr sagen, ihr wisst schon. Ganz viele tolle, hübsche Meeple-Sticker. Sticker zu allem dazu. Okay. Martin, wie gefallen dir die? Also, stimmt, Martin ist auch ganz begeistert. Du darfst was sagen, genau. Also, ich habe ja schon immer nach was gesucht, weil man kann ja Miepel schlecht bemalen. Aber die gelbe Stickern, das ist natürlich der Kompromiss zwischen sich Miniaturen drucken oder gar nichts machen. Okay, genug gesagt. Nächstes. Nächstes. Das ist auch was, das sich der Martin gewünscht hat. Ein Folded Space Insert für Roleplayer und natürlich, was unsere Kunden wünschen, das wird bestellt. Ja, genau. Da passt mit allen Erweiterungen rein. Bloß passt dann nicht mehr in einen großen Karton. Ich finde es schön, dass die Kira immer nur Sachen bestellt, die wir uns selber wünschen. Ja. so macht halt Arbeiten Spaß. Falsch schneller. Okay, seid schneller. Was? Falsch schneller kann ich nicht. Ich muss nämlich nebenbei noch zuhören, was die sagen. Und denke an die Qualität. Ja. Macht das wunderschön. Ich hätte hier noch ein paar mehr. Ja, gib einfach durch. Oh, ich habe hier vergessen, eine Falte zu falten. Oh. Und hier noch eins für dich. Sieht jetzt hoffentlich keiner hinter den ganzen Erweiterungen. Ja, es sind ganz, ganz viele Erweiterungen für die Westfrankenreichsaga. Eine Erweiterung verbindet das alles miteinander. Da kann man eine Kampagne spielen. Andere bringen halt neue Charaktere rein für die Architekten. Die anderen bringen bei Paladin einen neuen Verteidigungsmechanismus rein. Bei Burggrafen kommen auch neue Leute dazu, die dann auch wieder neue Fähigkeiten haben. Ihr kennt das ja, Erweiterung. Ganz viele. Und die Verlernsaga hat ein BGG-Rating von 7,6 und ein Weight von 3,29. Um sowas auch mal zu sagen. Weg damit. Beste Erweiterung. Beste Erweiterung. Bist du dir da sicher? Denn ich habe noch mehr Erweiterungen für das wundervolle Spiel Vindication. Jetzt auch bei uns mit Chronicles, Villages und Hamlets. Weiter. Leaders and Alliances. Und natürlich den Tuk-Tuk. Boulder Hulk Awakened. Okay, und dann haben wir Promos.
Die Vindications, da habe ich irgendwas dazu aufgeschrieben. Rating von 7,6 bis 7,9. Die Leaders und Allianzes bringen neue Würfel für die Kämpfe mit rein, neue Charaktere, mehr Area Control. Die Villagers, neue Map, modularer Aufbau, mehr Area Control und die Chronicles natürlich viel mehr Narrative und Geschichte für alle, die es interessiert. Beste Erweiterung. Nee, mach mal die restlichen Erweiterungen da erstmal direkt. Das da. Alles, oh Gott. Guck mal da. Okay, okay. Wir haben das zur Seite, fangen mit dem da. Wir haben eine neue Erweiterung für Nemo's War. Ich habe keine Ahnung, was sie tut. Jetzt seid ihr dran. Ich weiß immerhin, dass Nemo's War ein Einspielerspiel ist. Ah, okay. Ja, so. Eine Person, tatsächlich. Und ich weiß, dass immer wenn es da ist, es auch wieder weg ist. Also wollt ihr das haben? Ja. Ich weiß es genau. Und ich habe von meinem Frosted-Vertriebspartner gehört, das sind auch jetzt wirklich die letzten Exemplare der Erweiterung. Also wer sie haben will, sollte wirklich zugreifen. Das heißt auch das Ende der Reise. Und deswegen, ihr wollt ja wohl nicht das Ende der Reise verpassen. Nee, das will wirklich gar nicht keiner. An. Beste Erweiterung. Vor allem letzte Erweiterung. Aber nicht wirklich letzte, denn es geht weiter auch bei... Descent? Ich glaube, man sagt, ach egal. Auf jeden Fall, der Krieg des Verräters, unsere altbekannten Helden machen ihre Reise weiter. Die haben aber neue Fähigkeiten und neue Geschichten erleben sie da und sie müssen weiterhin hart kämpfen und zeig mal, die Rückseite ist ja der Hammer. Ich wollte es gerade noch lesen, damit ich gleich schlau klingen kann. Jetzt weiß ich leider nicht. Hat übrigens noch kein Rating. Oh. So neu ist es. Mindestens... 9. 9. Mindestens 9. Da steht nämlich, Legenden stehen nicht still. So ist es. Es ist bestimmt die beste Erweiterung. Beste Erweiterung. Die vierte Finsternis hat begonnen. Zumindest die fetteste Erweiterung. Die fetteste Erweiterung, auch nicht schlecht. Fetteste Erweiterung. Jetzt was anderes. Mehr Erweiterung. Da ist noch was. Guck mal da. Wo? Da, ich zieh's mal hier raus. Ah, Zauberei. Woo! Magical Maps. Martin, jetzt sehen wir dich bestimmt nicht mehr, mich ja schon fast nicht. Wir haben Deluxe-Ressourcen, wir haben eine Deluxe-Dreadnought und wir haben eine Expansion mit Miniaturen. Alles zu Frostpunk. Ich sag's, weil sie hat's nicht gesagt, glaube ich. Nein, ich habe nicht gefrostpunkt. Also es ist zu Frostpunk. Und eine Playmat. Hallo? Jeder braucht eine Playmat. Jeder braucht eine Playmat, habe ich mir sagen lassen. Und wenn ich das, dann ist ein Playmate. Haben wir zufällig das Frostpunk-Spiel damals vorgestellt? Kann das sein? Vielleicht. Willst du noch was zu Frostpunk sagen? Nee, ich weiß ja nicht, was das ist. Außer, dass es knallhart, knüppelhart und voll fies ist. Ja, und ich mag das Computerspiel. Ihr wollt Bäume haben. Ja, die sind schon echt schön. Das sind 3D-Bäume. Und wie der Martin gesagt hat, die könnt ihr auch anmalen. Nicht wie Miepel. Nee, kann ich die auch bestickern? Nee, noch nicht. Noch nicht. Aber warte, was die Zukunft bringt. Das ist bestimmt die beste Erweiterung. The Dreadnought Expansion, ne? Was ist denn das? Das ist so ein riesiges... Ja, ein Raumschiff halt. Ach, das soll ein Raumschiff sein. Das sieht aus wie ein Panzer... Ja, genau. ...Stadt. Die müssen ja irgendwie durch die Kälte fahren. Ja. Naja, wenn es bei Dune Raumschiffe gibt, die Dreadnoughts heißen, gibt es jetzt auch bei Frostpunk Dreadnought Raumschiffe, bitte. Okay. Natürlich für dem Spiel, wo es Millionen Erweiterungen gibt, eine weitere Erweiterung. Da hat mich auch eine ganz, ganz liebe Kundin von uns darauf aufmerksam gemacht, dass es das ja mittlerweile schon gibt und ich habe es echt übersehen bei so viel Erweiterung. Es tut mir leid. Mistwood ist eine Erweiterung. Das ist die beste Erweiterung. Schande über mein Haupt. Mistwood. Ich glaube, die bringt ganz fiese Spinnen mit rein. Guck mal. Süß. Guck mal, die hat einen Hut auf. Und bevor man es durcheinander bringt, zum normalen Everdell. Es ist auch in Deutsch. Nicht zu My Little Everdell, zum normalen. Ja. Die deutsche Erweiterung. Kann die irgendwas Tolles, außer dass sie Spinnen reinbringt? Ich glaube, sie bringt halt Bösewichte rein und du musst das Tal verteidigen. Aha. Gut. Mehr weiß ich leider nicht. Wertung habe ich nicht. Super. Wir haben einfach zu nix irgendwas. Bestimmt eine 8er-Rating. Also Everdell hat immer ein 8er-Rating. Aber jetzt was ganz Neues und da kann der Martin bestimmt was dazu sagen. Was? Oh. Skellige. Endlich das... Also das 8er. Erweiterung! Erweiterung! Und? Legendäre Monster. Erweiterung. Beste Erweiterungen. Zauberinnen und Magier. Und das sind übrigens Zauberinnen. Gell? Ja, ohne Sternchen. Ja. Also guckt euch mal diese hübschen Miniaturen an. Also die sind wirklich sehr schön. Übrigens zu The Witcher, falls es noch keiner gesagt hat. Hast du das Computerspiel gespielt? Nur ein bisschen. Aber grundsätzlich kenne ich mich aus. Ja.
Er kennt sich aus. Ja, aber, wir fahren mit dem Schiff, wir haben Monster, wir haben Zauberer weg. Zauberinnen. Zauberinnen, ja. Ja, aber da drauf, auf dem Bild vorne. Ist doch ein Magier. Okay, Magier. Aber, okay, richtig. Das ist ein Magier. Der hat gewonnen. Okay. Witcher, die alte Welt, kommen wir in die neue Welt oder zumindest in den neuen Dezember, denn... Esther! Was ist alt und neu? Jedes Jahr neu. Und? Wie viele haben wir dieses Mal? Genug? Nee. Wir haben diesmal nicht so viele bestellt, damit... Keiner, das sagen wir jetzt nicht. Ich wollte es nicht sagen, doch. Aber damit keiner der Gelackmeierte ist, haben wir diesmal nicht so viele bestellt. Und warum das jetzt so ist, das verraten wir euch nächsten Dezember. Ja, also auf jeden Fall geht es da drin um einen Filmdreh. Hollywood-Star ist verschwunden, das Set ist kalt und dunkel und wir wollen rausfinden, wieso. Und dazu müssen wir es 24 Tage lang spielen. Also ich habe ja eine Theorie. Ich glaube, die drei Taschenlampen / Leuchtschwerter oder was da hinten hat bestimmt mit irgendeinem Rätsel da drin zu tun. Nur falls es dann vorkommt. Ne? Ich habe es euch jetzt gesagt. Da sind drei Leuchtstäbe drauf. Danke, Sabrina. Bitte. Wenn es knifflig wird. Also falls ihr vergessen haben sollt, dass ihr irgendwo nach sowas sucht, hier hinten auf der Schachtel sind sie drauf. Also grundsätzlich, immer wenn ihr ein Problem im nächsten Kalender habt, einfach, dass Sabrina eine E-Mail schreibt. Ja, ich helfe euch. Ich bin die Sorgenhotline. Wenn ihr damit Probleme habt, könnt ihr wahrscheinlich auch die Sabrina fragen. Die mag nämlich die Unlocks bestimmt auch ganz dolle. Richtig. Und jetzt gibt es die auch noch in Short. Also in klein und günstig zum Mitnehmen. Ja, kleine süße Einzelfälle. Da würde mich tatsächlich mal interessieren, wenn das einer von euch schon gespielt hat, wie sind die? Sind die gut? Ich will sie auch spielen. Der Schatz des Oktopus. Geheime Familienrezepte. Das Verlies von... Das darfst du hier raussuchen. Die Mumie erwacht. Der Engelsflug. Die Suche nach... Kaprakan. Sehr gut. Gibt es da irgendein Alter dafür? 10. Da gibt es auch Schwierigkeitsgrade, habe ich gerade gesehen. 10. Aber jetzt kommt, haltet euch fest, nur der Engelsflug ist ab 2 Spielern. Alle anderen sind ab 1 Spieler. Und immer bis 6? Ja, aber guck mal, hier orange, mittlere Schwierigkeit, dann gibt es rote Schwierigkeit. Ah, hier an der Seite. Solche Schlösser. Mhm, Schlösser. Das heißt, vielleicht spielt man da wieder in komischen Teams. Oh ja, dass der eine Positionen dem anderen starten. Kommunizieren ja, muss. Ja, irgend sowas. Ja, spannend. So. Aber wenn ihr immer noch nicht genug gerätselt habt, es gibt auch ein neues Unsolved. Und da habe ich mich kurz schlau gemacht und da habe ich gesehen, da gibt es eigentlich nur Bildkarten, wo man tatsächlich eine Version erkennen muss. Keine irgendwelchen komischen Rätsel, sondern man muss das anhand von Bildern lösen. Ab 16 Jahren, 1-6 Spieler, 3x45 Minuten, ich habe es gesagt. Tod auf der Yacht. Ich glaube, dann sind wir durch mit Erweiterungen und Exits. Das ist, ja, und Zeugs, was nicht neu ist, aber irgendwie neu ist. Dann habe ich doch noch was. Siehst du? Ein Bundle hätte ich dann noch zum Angebot. Ui. Den Kartograf mit den neuen Entdeckungen. Okay, dann streuen wir mal kurz das Gewinnspiel mit ein. Sabrina, dein Job. Ja, wir haben einen Wutaki zu verlosen. Ich weiß aber die Frage nicht. Haben wir überhaupt eine Frage? Welches ist denn die beste Erweiterung? Die Frage, sag mal schnell. Okay. Welches ist denn die beste Erweiterung im eigenen Naja, okay. Also was mich interessieren würde, ich weiß ja nicht, ob es euch hilft. Zu welchem Thema könntet ihr euch ein komplettes Brettspielwochenende vorstellen? Also dann quasi sowas wie, ich will es nicht sagen. Ja? Ich will es euch sagen, der Martin will Karibikwochen haben. Das hast du es verraten. Aber auch gern andere Genre. Und dann mit mindestens... Mit Verkleidung. Auch. Aber nein, mit mindestens 5 Spieletiteln, die man dazu nennt. Jamaica, Pirate Tales, Maracaibo... Du musst nicht nur Piraten. Spirit Island. Spirit Island, ja, das ist gut. Und My Island, das ist eine Insel. Und was ist mit Fiete Kraken? Wutaki geht an die Kira. Ja, also Wutaki zu verlosen für Martin, schöne Frage. Euer Spiele-Wochenende zu welchem Thema? Mit Kostüm und allem und 5 Spiele dazu. Vielen Dank. Und die beste Erweiterung. Und kurze Sache, da ist eine kleine Macke dran, ich hab's euch gesagt.
Next. Darf ich dann jetzt ins Museum? Oh, bitte, bitte, bitte. Das ist immer noch nicht neu, habe ich mir sagen lassen. Ja, ist es nicht, aber ich fand es schön. Also hast du es bestellt? Ja. Ah. Die liebe Kollegin Manuela hat mich darauf hingewiesen, dass dieses wunderbare Spiel auch wieder irgendeinen Spielepreis in Österreich gewonnen Diesmal hat. Diesmal darfst du das und sagen. Und deshalb dachte ich, ich gucke mir das mal an und dachte, das hat wunderschöne Bilder drin und es ist so ein bisschen Set Collection und Worker Placement und ja, Eckdaten. Art Gallery für Spielerinnen ab 10 Jahren, für 2 bis 6 Spielerinnen und geht 45 Minuten. Oh, 2 bis 6 finde ich auch immer gut. Dann hat man mal was, was man mit mehr Leuten spielen kann. Wie ihr seht, wir sind mehr Leute heute. Ein Spiel, das seine Kollegin sich gewünscht hat. Also habe ich es bestellt. Auch nicht neu. Dog Park. Ein Hund ist nie genug. Und es sieht aus wie... Ich wollte sagen, ich denke, es ist Flügelschlag in Hund, aber vielleicht nicht ganz. Nicht ganz. Es hat ich sehe keine Spielerboards. Es hat ein 7,2er... Aber ich glaube doch, ich sehe. ...Rating und ein Weight von 2,16. Es hat so einen Beat-Mechanismus auf die Hunde da in dem Park, die kann man sich dann aussuchen und geht dann mit denen so Runden. Man darf nicht zu schnell gehen, sonst sind die Hunde... Nein, sonst kriegt man keine Ressourcen und kein neues Spielzeug für die Hunde. Und wenn man zu langsam ist, sind die Hunde mit einem beleidigt, weil sie dich dann nicht mehr lieb haben. Also ihr seht es jetzt nicht, aber unsere Kamerafrau heute hat auch einen Hund und die kam gerade ganz nah. Zoom. Ja, ich wollte das Spiel eigentlich gerne verschenken und deswegen hat die Kira mir das jetzt bestellt, damit ich es verschenken kann. Es ist ja auch hübsch. Also sie haben die Eckdaten gesagt? Ja, ja. Nice. Ja. Doch. Sag mal. Für 1 bis 4 Spielerinnen ab 10 Jahren 40 bis 80 Minuten. Sollen wir mal zu was kommen, wo wir wirklich was sagen können? Jetzt kommen wir mal zu den wirklichen Neuheiten. Also jetzt wird es richtig neu, abgesehen von dem Exit-Adventskalender und dem Unsolved. Nee. Die Amigo Herbstneuheiten. Neu, neu, neu. Ab 8, ab 8, ab 5, ab 10. Habt ihr es gemerkt? Hm. Wie steht's durch den Wissen? Chris. So, Martin, du hast sie doch auch schon gespielt. Ja. Möchtest du was dazu sagen? Darf ich? Ja, sag natürlich. Mal. Okay. Welches ist das beste Spiel? Das ist gut, wenn du so rumfragst. Ja, würde ich auch sagen. Ja, mir hat der Academy am besten gefallen. Also die drei hab ich mit angetestet. Ja. Yeah. Na, und der Academy fand ich da am besten, wobei wir es jetzt zu dritt gespielt haben. Ein semi-kooperatives Stichspiel, bei dem am Anfang immer so ein kleines Element reinkommt, dass die Spielregeln für jede Runde ein bisschen verändert werden. Das ist übrigens für 3 bis 4 Spieler. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Ja, also es hat halt 4 verschiedene Charaktere drin, deshalb ist es wahrscheinlich am geilsten zu viert, aber zu dritt hat es auch schon sehr viel Spaß gemacht, wenn man dann halt die 4. Charaktere und die Karten rauslässt. Und für mich hat es so ein bisschen Jekyll and Hyde-Vibes tatsächlich, weil man halt auch versucht, entweder mehr Stiche oder weniger Stiche als das gegnerische Partei zu machen. Das war echt ganz cool. Was macht Zebra? Zebra hat Zebrastreifen. Cool, oder? Ja, finde ich. Es ist eigentlich Sky Joe. Bloß viel komplexer, denn du kannst in Zeilenspalten diagonal. Danke. Wichtig, diagonal. Ja. Hat mal wieder der Erklärer vergessen zu erwähnen. War nicht ich. Und man kann die Karte, die man dann zieht, austauschen, auch beim Gegner klauen. Aber nur, wenn es mit der Farbe übereinstimmt oder mit der Zahl. Also quasi wie bei Uno. Aber auch nur, wenn du damit eine Zeile komplettierst. Ja. Ja. Okay, und Kabanga, ich habe gehört, wer als erstes das Wort rückwärts buchstabieren kann, fängt an. Ist die Kira ist nicht besonders gut darin, nein. Scheinbar. Bei Danika ist wunderbar. Okay. Hat ihr auch mit Ausrufezeichen angefangen? Nee. Oh. Leg los. Ja, du hast ich doch. Ich weiß nee. Zu dem Spiel nichts, nee, außer rückwärts. Das. Also A, G, M, A, B, A, C? So. Ausrufezeichen. Nee, das kam vor, vor dem A. Oh. Ja, sag mal was dazu. Also man darf immer Kabanga sagen, haben wir rausgefunden. Ja, aber, ja, genau, genau. Das heißt, in den Regeln steht nichts davon, dass man das nicht sagen darf. Richtig. Das ist das Problem. Nein, nein. Du man legt Zahlenkarten ab, die in Farbreihen zugeordnet sind. Und wenn du dann halt eine gelbe 5 ablegst und da liegt schon eine gelbe 15, dann dürfen die anderen Spieler alle Karten, die zwischen der 5 und der 15 in Gelb auf ihrer Hand sind, auf dich drauf werfen. Aber nur, wenn sie vorher Kabanga gerufen haben. Ah ja. Nämlich Kabanga hältst du kurz das Spiel an. Ah ja. Aber wir haben gemerkt, dass du gar nicht bestraft wirst,
Wenn du einfach Kabanga rufst. Wenn du einfach so Kabanga rufst. Also kannst du einfach immer Kabanga rufen, um das Spiel anzuhalten. Kabanga! Und wir haben dann beschlossen, es gibt eine Strafe für Kabanga. Genau. Also mit Hausregeln kann man diesen... Lasst mich raten, wenn ihr das Spiel mit dem Dani spielt, dann müsst ihr deswegen... Nein, nicht der Dani war der Böse. Nein, das... Martin. Ja. Das ist übrigens für 3 bis 6 Spiele. Und bevor der Martin das hier wegräumt, wollte ich mal noch kurz anmerken, dass auch diese Spiele nicht in Folie verpackt sind, sondern nur mit solchen Kleberchen. Und davon werden jetzt immer mehr Spiele kommen. Das heißt, wenn bei euch Spiele ankommen, die nicht in Folie eingepackt sind, so nur solche Kleberchen, und dann ist das so gewollt vom Verlag, weil... natürlich auch von uns Umweltschutz, also Umwelt. Amigo fängt damit jetzt an, ich glaube NSV macht auch ihre Nature Line, Ravensburger ganz groß dabei, also Ravensburger Spiele werden fast gar nicht mehr verpackt werden, also das mal kurz als Anmerkung. So, und jetzt, Kira, Zauberzwerg. Es ist einfach nur Zauberberg in Handtaschenformat, kartengesteuert. Gibt es da Murmel noch? Nein, kartengesteuert. Ach, Karten, okay, das habe ich jetzt gerade ignoriert. Aha. Das habe ich gerade gesagt, heißt vor 2 Sekunden. Sorry. Ich bin nicht mehr aufnahmefähig. So, jetzt eins meiner Lieblingsspiele. Oh Gott. Neuheiten wilde Wesen. Das geht ja auf gar keine Kuhhaut. Es ist so witzig. Du hast Charaktere in verschiedenen Farben, die haben dann so lustige Namen wie... Leb damit. Nee. Toll errannt. Oder, keine Ahnung, das ist halt dann ein Typ, der ist Abenteurer und der sammelt dir diese wilden Wesen ein. Und da gibt's die Meerjungsau, den Löwenzahn und naja, eigentlich ist es ein Set-Collection-Spiel, aber es ist einfach ultra komisch und es hat halt auch Sondereffekte, wie man sich gegenseitig was klauen kann oder so. Ja, super hier Spiel. Hier steht das weltbeste Spiel mit einem Kugelschrei-Bär und einer Meerjungsau, das ich kenne. Bestes Spiel. Aber ich wollte trotzdem kurz sagen, nicht zeigen. Dass der vordere Schachtel so rum ist und die hintere Schachtel so rum ist, das macht mich jetzt echt fertig. Ja, du weißt, es gibt doch mehr innere Monster draußen. Ja. Und die sollen nicht leiden müssen, so wie ich, wenn ich das... Das ist ganz einfach, ihr dürft halt nicht so umdrehen, ne? Sondern ihr müsst halt dann so umdrehen. Aber auch noch was Nettes, hier steht... Man braucht 3,5 Minuten, um das Spiel zu lernen. 15 Minuten, um es zu spielen. Ab 5 Jahren 2 bis 5 Personen. Ich finde 3,5 Minuten zum Lernen echt gut. Ich hoffe, das reicht dann auch. Ich würde es gerne stoppen. Ich habe für mich gechallenged. Ich habe es doch gerade erklärt. Waren es 3,5 Minuten? Nee. Ich habe kurz befürchtet, da steht 3,5 Minuten zum Lernen, 15 zum Spielen, aber 5 Jahre. Um es zu verstehen. Sehr gut, überhaupt sehr den Namen gut gesagt. Wilde Wesen. Ja. Okay, jetzt haben wir es gesagt, falls wir es nicht gesagt haben. Next. Okay. Von unserem guten Dr. Rainer Knizia kommt jetzt eine Reihe bei Schmidt-Spiele heraus, die 4-1 heißt. Die heißen alle 4-1, das ist jetzt Galactics, das erste, was rauskommt. Da haben wir 5 Würfel auf 5 Straßenwegen, mit denen wir unsere Raketen steuern, aber die Raketen können uns ausgehen. Und ja, es ist halt eine Herausforderung für eine Person, das zu meistern, bevor einem die Raketen ausgehen. 4-1-Spieler. Ja, 4-1-Reihe. Vor-One-Spieler. Ganz viel Wiederspielreiz, Kombinationstalent und ein bisschen Glück, da Würfel drin sind, also ein bisschen viel Glück. Erstens würfeln, zweitens Rakete landen, drittens Highscore knacken. Wir haben alles erklärt. Super, wir haben es drauf. Gibt es dazu überhaupt irgendwelche Wertungen? Nee. Galactics? Nee. Nee. Aber für Wusch gibt es eine Wertung. Wusch! 6,2 und ein Weight von 1,15. Das ist ein Kinderspiel, dafür hat es ein recht hohes Rating, finde ich. Es ist im Prinzip, ja, sagst du? Ein Kinderspiel für 2 bis 8 Personen, das ist ja mal was. Kann man ganze Kindergeburtstage mit beschäftigen. Vor allem ab 8 Jahren. Ja, und... Dann ist es ja schon ein Familienspiel. Ja, genau. Oh, boom. Und geht aber nur 10 Minuten. Da steht, Vorsicht, ein niedliches Monster drauf. Ja, aber jetzt, seid halt bereit? Ich hab euch gewarnt. Wollt ihr noch kurz wissen, wie es geht? Wir haben Kartenhäufchen vor uns liegen, decken das Kartenhäufchen auf, da sind Waffen drauf und die Monster, die vor uns liegen, haben auch Waffen drauf und wenn die Waffe mit dem Monster übereinstimmt, dann ist es nämlich ein Reaktionsschlüssel, dann schnappe ich mir das Monster, dann habe ich es gefangen. Juhu! Waffenkarten. Und was steht hier? Wusch. Wusch und weg. Wir haben es fast geschafft. Naja, fast. Zeig doch. E-Merge. E-Merge. Sascha hat es vorgelesen. Also vielleicht ist es ein MRG. Was? MRG. MRG. Nee, Emergy.
Was ist denn E-Merch, hatte mich der Sascha gefragt. Und ich sag, meinst du E-Merge? Es ist ein Spiel von Panasaurus. Wir machen eine 3D-Landschaft. Wir sind Wissenschaftler. Wir wollen diese Landmasse, die sich aus dem Meer erhebt, wieder mit Pflanzen und Tieren besiedeln. Und das erkunden wir dann halt mit Würfeln. Wir müssen die Würfel geschickt einsetzen. Hat mich auch eine liebe Kundin draufgebracht. Liebe Grüße, Eva. Sieht schön aus, aber... Ich habe, glaube ich, sogar wertig, Leute. 7,1, Weight 2,0. Es ist übrigens ein englisches Spiel. Falls ihr das mit dem MRG nicht mitbekommen haben solltet. Ich meine, es gibt ja auch viele Spiele, die heißen trotzdem Englisch, auch wenn sie deutsch sind. Das stimmt. Deswegen wollte ich das mal erwähnt haben. Für 2 bis 4 Spielerinnen ab 14 Jahre und geht 75 Minuten. Also für die Naturverbundenen, die auf ohne Kleber und Folie und weiß der Geier was stehen und der Natur was Gutes tun wollen. 100% naturplastikfrei. Genau. Haben wir hier einen Kickstarter, der Tanz der Bienen. Wir dachten, weil ihr alle so lange auf Honeybuzz warten musstet, bringen wir es halt was Neues. Tanz der Bienen. Wir sind ein Bienenvolk, wir wollen Ressourcen, wir wollen den Winter überleben, wir wollen... Unsere Arbeiterbienchen für... diverse Aktionen einsetzen. Ja, und irgendwelche Schwarmtanzverhalten. Also es ist tatsächlich auch wirklich so irgendwie auf biologischen Kenntnissen über Bienen aufgebaut. Empfohlen von Deutschlandsumt. So. Die Imbäcker sind dafür. We care. Da ist es wohl auch so, man hat auf jeden Fall mal eigene Playerboards und die sind wohl zweiseitig und man kann sie praktisch... in einer schlichteren, einfacheren Variante für Familien und in etwas fortgeschrittenerer Variante spielen. So, du darfst Eckdaten. Was? Ja. Für 2 bis 4 Tänzerinnen. Ja, steht aber hier steht Arbeiterinnen. Oh nein! Oh, Continuity! Ab 10 Jahre 40 bis 60 Minuten. Wundervoll. Und weil wir so viel gearbeitet haben, noch kurz was zum Essen am Schluss. Dim Sum. Das sieht echt lecker aus. Das ist die deutsche Version von Steam Up. Ja, es ist auch voll lecker. Wir sind die Tiere vom chinesischen Horoskop und wir versuchen mit Essstäbchen unser Essen aus diesen Dim Sum-Töpfchen zu nehmen. Aber wir dürfen natürlich nur das nehmen, was vor uns ist. Und dann müssen wir das immer wieder variieren, weil wir wollen ja nur das geilste Dim Sum. Es sind übrigens 18 Mini-Dampftöpfe drin. Achso, stimmt. Nur ich habe es gesehen gerade. Blöd. Ja. Ja, und es geht darum, so viel... und so schnell zu essen, wie es geht. Bestes Spiel. Definitiv. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Spiel mit Biss. Ah ja. Eckies? Ja. 2 bis 5 Personen, 40 bis 60 Minuten, ab 8 Jahren. War es das schon? Nee, also ich mache mit Essen weiter, glaube ich. Cheese Master. Oje. Im Gasthaus ist der Käse los. Besser als die Mäuse. Wenn die Mäuse aus dem Haus sind, tanzt der Käse auf den Tisch? Ja, genau, so ähnlich. Denn wir haben Käsewürfel, die würfeln wir. Und je nachdem, was sie anzeigen, so ein bisschen wie Monster Match, darf ich mir dann halt die richtige Käsekarte klauen. Oh. Und ja, nicht mein Spiel. Ich habe es versucht. Ich bin kläglich gescheitert. Aber sau witzig. 2 bis 8 Spieler, 8 ab 8 Jahren, oh 10 Gott, Minuten. Stell dir das mal zu 8 vor. Hallo, das kannst du locker zu 10 spielen. Du musst nur gucken, wie viele Kinder du um den Tisch noch kriegst. Wow. Dann bin ich Verlierer aus 8 Leuten? Nein. Ich dachte, man kann es mit irgendwas kombinieren, aber das war Quatsch, was ich da gerade gelesen habe und was in meinem Hirn vorging. Weg damit. Hühner. Hen. Hen hat eine Wertung 7,3, Weight 2,10. Also wird das jetzt nicht total gut klingen. Du bist eine Züchterin oder ein Züchter spezialisiert auf die Zucht von Hennen. Ist tatsächlich, wie ist das denn? Es ist tatsächlich so. Es sind total abgefahrene Hennenrassen da drin oder Hühnerrassen da drin. Und es ist auch ein interessanter Set-Collection-Mechanismus. Man versucht diese Karten auszuspielen und darf halt nur in bestimmten Reihen und Grenzen aneinander legen, um Punkte zu kriegen. Ab 10 Jahren 1 bis 4 Hühner und 20 schon. Minuten. Bestes Spiel. Also die Thematik ist halt echt... Es kommt dieses Jahr auch noch mit Hasen raus.
Nee, ich will Hen. Und wie heißt es dann, Hasen? Kane? Cones? Irgendwas mit C. Kaninchen. Aha. Ich komme nicht hin. Ich hab's gleich. Lass das so stehen. Last but not least? Oder? Doch, least. Featherlight. Ein hübsches Spiel um Federn. Wir sind Pauly, der kleine süße Vogel, der aus dem Nest gefallen ist. Und da liegen jetzt ganz viele Federn rum und... Ja, es ist ein Vogel. Nein, kurz habe ich überlegt, das sagst du jetzt wie Flügelschlagen ohne Vögel. Ich habe eigentlich einfach nur gedacht, so süß finde ich den jetzt echt nicht. Aber gut. Dani, sag was zur Verteidigung des Vogels. Der ist so niedlich. Ja. Ja, auf jeden Fall Federkarten im Nest. Jede Farbe hat eine andere Bedingung, wie sie Punkte gibt. Und man muss die mit der Hand mit denen im Nest korrelieren, um Punkte zu sammeln bei diesem Spiel. Also die Federn sind schön. Ja. Nur der Besitzer nicht. 6,7er Rating, Weight 2. Der braucht die erst wieder, deswegen sieht das halt auch noch nicht so schön aus. Ach, der ist gerupft. Ja, das ist doch ein Babyvogel. Ach so, na dann. Wie war das Rating nochmal? 6,7, Weight 2. Aha, 20 Minuten ab 8 Jahren, 1 bis 4 Spieler. Und 3 Federn. Was? Ach so, da, ja. Sorry. War's das? Wir sind durch. So was von. Also echt, jetzt. Ich glaube, 1 Million Schachteln waren zu viel fürs Hirn. Jetzt sind wir Moos. Aber gut, dass er da nie keine Schachteln falten muss, deswegen kriegt ihr auch noch Pakete, die hoffentlich richtig sind. Wehe, wenn nicht! So, war's das? Ich denke schon. Macht's gut. Tschüss. Hallo! Achso, ich muss ja was sagen am Anfang, ne? Hallo und herzlich willkommen. Spieletastische Grüße. Ich war jetzt so darauf vorbereitet, dass ich nichts tue, weil ich eigentlich nichts weiß. Nee, wieso ist alles gut? Also nochmal. Was, du willst nochmal? Warum? Ja. Warum? Dass du loslegen kannst. Hab ich doch. Hab voll kompetent losgelegt. Die Kira sagt, ich war nicht kompetent. Hey, Pauly.